3, 2, 1, 0. Willkommen zum ersten Blue Monday. Ich bin Kip Supernova und es gibt Neuigkeiten aus der Welt der 3D-Animation. Fangen wir an mit Cars on the Road. Pixar hat mit Cars on the Road seine offiziell erste Serie für Disney Plus herausgebracht und erzählt den Roadtrip von Lightning McQueen und Hook quer durch die Cars-Welt, vorbei an Autodinos, Autogeistern und Autoclowns. Wer jetzt dachte, Monsters at Work sei bereits eine Pixar-Serie, der hat nur zum Teil recht, denn die Pixar-Adaption zu Monster AG ist eine Disney-Animationsproduktion, während Cars on the Road eine reine Pixar-Produktion darstellt. In dieser Serie sind Lightning McQueen und Hook unterwegs zur Hochzeit von Hooks Schwester. Und das Interessante an der Serie ist, dass wir hier alle möglichen Facetten einer Cars-Welt zu sehen bekommen. Was ich jedoch ein bisschen schade finde, dass einige Episoden reine Traumepisoden sind, wo zum Beispiel Hook Auto-Dinos begegnet. Aber das soll jetzt mal mega auf hohem Niveau sein, denn bisher finde ich die Serie super. Vor allem deswegen, weil die Charaktere und die Umgebung in Sachen Qualität und Filmen in nichts nachstehen. Unklar ist jedoch die chronologische Einordnung der Serie in Bezug auf die Filme. So ist nicht klar, ob die Serie vor oder nach Cars 3 stattfindet. Weitere Neuigkeiten aus dem Hause Pixar sind für den Sommer 2023 zu erwarten. Elemental, eine Geschichte, die scheinbar um die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft handelt. Nun ist ein erstes offizielles Poster sowie eine Szene aus dem Film von Pixar auf deren Instagram-Profil veröffentlicht worden. Und wie bereits von mir vermutet, stehen die Elemente Feuer und Wasser im Zentrum der Story. Doch wie wir Pixar kennen, verrät Artwork, Teaser, Poster oder selbst ein erster Teaser-Trailer-Video noch nicht wirklich viel über die wahre Geschichte des Films. Es bleibt also abzuwarten. Nur so viel ist sicher. Mit Elemental oder Elementar wagt sich Pixar nach Inside Out wieder einmal in eine abstrakte Welt und gibt scheinbar gegenständlichen Begriffen eine Persönlichkeit, Gefühle wie bei Inside Out, Roboter wie bei Wall-E oder Autos bei Cars. Ich bin sehr gespannt auf Elemental. Und nun schalten wir um ins Gaming-Studio. Viel Spaß! Wer ja hier? Alien Abduction Horror. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Kip Supernova und wir spielen eine Demo-Version des Spiels They Are Here. Wir kommen in Frieden, ja, über Aliens. Und wir legen direkt los. Auf der Gracewood Farm traten unerklärliche Phänomene auf. In der Nacht des 7. August sah die Familie Sherman grelle Lichter am Himmel, die sich mit rasender Geschwindigkeit über das Maisfeld bewegten. Die Lichter bewegten sich in chaotischer Richtung und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Nach einiger Zeit verschwanden sie. Dieses seltsame Phänomen am Himmel wurde 5 Tage lang um die gleiche Zeit nachts beobachtet. Nach Angaben des Hofbesitzers wurden alle Tiere verrückt. Der Hund wurde aggressiv, versuchte ihn anzugreifen und biss ihn. Die Kinder beschwerten sich, dass jemand unter ihren Fenstern schlenderte. Der Bauer Peter Sherman sah bei der Feldarbeit eine seltsame Gestalt, die nicht wie ein Mensch aussah. Was war das? Ein absichtlicher Betrug? Oder ein Wunsch, alle auf sich aufmerksam zu machen? Oder eine außerirdische Invasionssensation? Die Journalistin Taylor Fox reist zur Gracewood Farm, um einen Fotobericht für die Lokalzeitung zu drehen. Tja, werden wir mal die journalistische Tätigkeit aufnehmen. Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf die Wahrheit. Aufgabe: mit dem Farmer Peter Sherman reden. Sind die Lichter am Himmel? Straßenlaterne? Aha. Dies ist ein großartiges Material für eine Fotostory.
So. Oh. Müll hat er auch schon rausgebracht. Würde hier nicht Shermans Farm stehen? Shermans Haus? Oh, ja, egal. In Horror Games ist es immer ein Maisfeld, es ist immer in der Nacht, es ist immer eine Farm und es ist immer am Wald oder im Waldesrand. Warum fahren wir nicht am Tag zu... Was war das? Okay, ich gehe mal weiter. Warum fahren wir nicht am Tag einfach dahin? Warum ist es in der Nacht? Vogelscheuche. Kann man da hinlaufen? Hey. Zettel. Herr Fox. Ich habe gedacht, wir sind eine Frau. Na egal. Herr Fox, wir haben einen Termin vereinbart, aber es kam zu einem Unglück. Unsere Tochter ist verschwunden. Meine Frau begab sich in die Stadt, um jemanden um Hilfe anzugehen. Mein Sohn und ich untersuchen die Farm. Wir hinterlassen Zettel für Sie und die Polizei, falls wir einander verfehlen. Seien Sie vorsichtig, Peter Sherman. Alles klar. Aufgabe? Haus untersuchen. Guten Tag. So ist gar niemand da. Kühlschrank. Das sind Fotos der Sherman-Familie. Oh, noch recht jung. Ja, schön. Die Tür ist natürlich abgeschlossen. Leerer Pizzakarton. Eine alte Zeitung von August 1955. Das ist auch schon ein paar Tage her. Dies ist eine alte Zeitung über Kornkreise und andere unerklärliche Phänomene. Es sieht so aus, als ob das hier schon sehr lange passiert. Warum wusste ich da nichts davon? Ja, weil Aliens und Kornkreise und Lichter am Himmel immer als Spinnerei abgetan werden. Aber egal. Gehen wir mal hoch. Regel Nummer 1 in Horrorfilmen oder Horrorspielen, geh niemals die Treppe hoch, wir machen es trotzdem. Ja. Der Hund. Ja, der gehört auch zur Familie. Ne? Und Feuerlöscher was machen? Ne, da ist zu. Gehen wir erstmal in das Zimmer. Okay. Das scheint das Kinderzimmer zu sein von der Tochter Megan. Das ist ein schönes Bettzeug. Mit UFOs und... Ist es Mew oder Mewtwo? Okay, Kinderzeichnung. Es sieht so aus, als ob dieses Bild von der verschwundenen Tochter des Farmers gezeichnet wurde. Das Blatt ist beidseitig bemalt. Ups. Also sieht so aus, als hätte Mr. Gray dem Hund was angetan. Oh. Nicht sehr freundlich. Zettel des Farmers. Das ist das Zimmer der Tochter. In der Nacht hörte ich ein seltsames Geräusch. Als ich eintrat, war sie in ihrem Bett nicht mehr. War sie nicht mehr in ihrem Bett. Und das Fenster stand weit offen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Ungeheuer sie entführt haben. Ja. Machen Aliens immer. Vor allem in der Nacht. Funkgerät. Allem Einschein nach gehörte es dem verschwundenen Mädchen. Beim Lauschen kann man sehr seltsame Laute hören. Das ist mir zu unheimlich. Ist die Tür von allein zugegangen? Die Bude bräuchte eigentlich mal einen neuen Anstrich, ne? Boah, das ist
rustikales Country-Feeling, ja. Fotos aus dem Internet. Es sieht so aus, als hätte Peter Sherman etwas Ähnliches gesehen. Das sieht unheimlich aus. Ja, das sind die Grays. Man nennt sie auch Zeta Reticuli. Aber das sind ja Fotos aus dem Internet. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und graue Aliens bei Google eingibt, dann kommen genau diese Fotos dabei raus, die aber schon alle als Fake identifiziert wurden. Also jetzt in echt, ne? Zettel des Farmers. Okay, ich habe vieles über diese Ungeheuer gelernt. Man nennt sie die Grauen, ja, wie ich gesagt habe. Das sind keine kleinen grünen Männchen, sondern hohe, unheimliche und gefährliche Kreaturen. In der Regel werden sie wie folgt beschrieben: Ein zum restlichen Körper überproportional großer Kopf, keine Haare, tiefe schwarze Augen, graue Haut, lange dünne Gliedmaßen. Ihre Stimmen sind unvorstellbar. Diese Außerirdischen sind sehr aggressiv gegenüber Menschen. Alles beginnt mit grellen Lichtern am Himmel in der Nähe des Hauses, die sich auf einer bestimmten Bahn bewegen. Hierbei haben die Menschen Nasenbluten, starke Kopfschmerzen und Ohrensausen und die Tiere beginnen zu rasen. Dann stoßen die Menschen auf Gedächtnislücken. Das sind die Zeitspannen, in denen sie sich an nichts erinnern können. Als sie das Bewusstsein wieder erlangten, fanden sie sich anderswo wieder. Zum Beispiel mitten auf einem Feld oder auf einer Straße mehrere Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Bei einigen kamen furchtbare Erinnerungsfetzen zurück. Die Leute erinnerten sich an schreckliche Erlebnisse. Die Außerirdischen erlangten die Kontrolle über ihren Geist und beeinflussten ihre Psyche. Man konnte auch Spuren am Körper finden, und zwar Schnitte. Bei der Palpation war eine Verhärtung fühlbar, ein Fremdkörper, der sich unter der Haut rührte. Palpation heißt so viel wie Untersuchen durch Ertasten, denke ich mal. Jetzt wissen wir auch, wo der Name Palpatine herkommt. Kindertagebuch des Farmers. Herr Kindertagebuch. Hat es der Farmer schon als Kind aufgeschrieben? My old diary, how could I forget that? Aha, wie konnte ich das nur vergessen? Ein 15 Jahre altes Tagebuch hat er gefunden. Der Text: Heute war der tollste und gruseligste Tag meines Lebens. Ich habe Außerirdische gesehen. Meine Eltern denken, ich lüge, aber es ist wahr. Ich habe an einem verlassenen Pier am Fluss geangelt. Plötzlich wurde ich von einem Grollen von hinten betäubt. Von einem Grollen? Ich drehte mich um. Eine riesige Scheibe mit vier blinkenden Lichtern oder Fenstern drehte sich genau über dem Boden. Ich fühlte einen Schlag, der mich in die Luft zu werfen schien. Das war ein toller Tag. Naja, ich blieb hängen, als ob ich in der Schwerelosigkeit wäre. Alles um mich herum wurde plötzlich blendend hell und es kam mir vor, als ob ich ohnmächtig wurde. Ich erinnere mich an drei Außerirdische mit grauer Haut und großen Augen. Ich werde auf den Tisch gelegt und ich fühlte mich daran festgewachsen zu werden. Heieiei. Sie standen über mir. Es schien mir, dass sie miteinander telepathisch kommunizierten. Dann kam einer von ihnen und tat etwas mit meinem Kopf. An nichts mehr kann ich mich erinnern. Ich bin spät am Abend am Pier wieder aufgewacht und habe es kaum geschafft, nach Hause zu gelangen. Mein Zuhause zu gelangen. Schöne Übersetzung. Mir dröhnte der Kopf und ich ging wie im Delirium nach Hause. Zu Hause fand ich mehrere Schnitte an meinem Körper und zwei kleine, sehr gleichmäßige Löcher hinter dem Ohr. Was war das?
Ich habe Angst einzuschlafen. Okay. Ach du Schande. Jetzt ist die Tür auf. Schöner Handabdruck. Wie viele Finger sind es? Fünf. Okay, guck mal ein bisschen fern. Ja, schön. Schönes Video. Okay, Show ist vorbei. Das ist so unangenehm irgendwie. Alles. Zettel des Farmers. Als Kind begann ich Kopfschmerzen zu empfinden. Bis heute plagen sie mich immer wieder. Dutzende Male wandte ich mich an Ärzte, aber niemand konnte den Grund ihrer Entstehung erklären. Und in letzter Zeit ist ein seltsames, unangenehmes Jucken am Hinterkopf hinzugekommen. Die Antwort ist einfach: die Entführung. An die Entführung durch Außerirdische erinnere ich mich erst, als ich mein altes Tagebuch fand. Eben dann begann die Migräne. Die Schnittwunden hinter dem Ohr, die mir dann aufgefallen sind, die haben ihre Spuren hinterlassen. Genau da gab es eine Schramme. Ich bin sicher, sie haben mir etwas eingebracht, etwas eingesetzt. Anmerkung an die Übersetzung. Eine Art Sender oder Implantat. Deswegen habe ich alles vergessen. Ich habe mich endgültig entschieden, es herauszureißen. Ich bin nicht verrückt. Eine Büchse mit einem seltsamen Gerät. Oh, ich hab's mir. Der hat sich's tatsächlich rausgerissen. In einem Zettel behauptet Peter Sherman, ein außerirdisches Implantat hinter dem Ohr herausgeschnitten zu haben. Vielleicht nehmen? Nehmen. Lieber wieder Licht an.
Toilette. Fotos von toten Tieren. Diese Tiere sind wahrscheinlich von der Gracewood Farm. Das ist fast die Vogelscheuche. Ja. Hallo? Herr Kollege? Oh. Oh. Mein Autoalarm. Willst du kein Foto machen? Nee? Nee, ich glaube, ich verziehe mich. Ich glaube, ich gehe. Was? Hallo? Dieses Geräusch! Zum Auto laufen. Ja, gute Idee. Ich habe genug gesehen. Ich fahr jetzt nach Hause. Ja? Nee, ich fahre nicht zu Hause. Ich fahr zur Polizei oder wunderschöner Nachthimmel. Ja. Oder. Ich weiß nicht. Area 51? Ja, spring an, du blöde Karre! Spring an! Da. Oh. Oh. Schönes Raumschiff. Aber ich will wegfahren. Hallo? Ich will wegfahren. Nein, bitte. Ich bin doch bloß ein Unschuldiger. Ich bin doch bloß eine Journalistin, die hier. Was? Oh! Ja. Das war die Demo-Version. In der Vollversion des Spiels finden Sie ein großes Territorium der Gracewood Farm und eine vollständige Geschichte einer Entführung durch Außerirdische. Fügen Sie das Spiel Ihrer Wunschliste hinzu, um eine vergünstigste Veröffentlichung nicht zu verpassen. Ja. Ja, das war die Demo-Version von They Are Here, einem Horror-Story-Game über eine Alien-Entführung oder über Alien-Entführungen, die grauen Zeta Reticuli, glaube ich, heißen die. Bin da ein bisschen eingerostet. Ja, das war's. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt dem Wunsch. Ich habe mal den Link, den Steam-Link in die Beschreibung. Es verspricht ein cooles Spiel zu werden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Und mal gucken, vielleicht spiele ich die Vollversion. Ja, weil Aliens sind cool. Und wir kommen in Frieden. Vergesst das nicht. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft gut. Geht's auch schlafen, aber ich glaube, ich lasse das Licht brennen. Gute Nacht.